Da einige von euch gefragt haben, seht ihr hier immer alle meine drei Videospiele, die ich selber gemacht habe. Nummer 1 ist Monkey's Adventure, mein 2D-High-Plattformer-Game. An die alten Retro-Spiele angelehnt und im schönen Pixel-Art-Stil. Wie ihr gleich sehen könnt, hat das Spiel auch eine 3D-Oberwelt, wo man so gesehen die Inseln wechselt, ähnlich wie in Wind Waker aus der Zelda-Reihe. Das hat ungefähr 4-5 Stunden Spielzeit, mehrere Spielmodi und ich saß da knapp 2 Jahre dran. Gibt es auch für knapp 9 Euro auf Steam. An dem Spiel sitze ich ganz frisch dran, das ist knapp so einen Monat vielleicht in Entwicklung und ist so ein bisschen Monkey's Adventure in 3D und mit ein paar neuen coolen Movement-Mechaniken. Wie ihr hier sehen könnt, könnt ihr euch nicht nur im Wasser oder an Land, sondern auch in der Luft fortbewegen als Vogel. Alle drei Elemente werden eine Rolle spielen, es ist sehr Movement ausgelegt und das Spiel wird so ein bisschen so ein Open-World-Spiel werden. Hier seht ihr mal, wie ich untertauche und ihr so ein bisschen die Wasserwelt seht. Ist sehr früh im Aufbau und alles noch Platzhalter-Grafiken, aber ihr seht so ungefähr, wo ich hin möchte, glaube ich. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es auch Wasserfälle und Luftinseln, also Himmelsinseln, die ihr so erklimmen könnt. Das Game ist auch ein bisschen so auf Erkundung ausgelegt. Hier ist auch nochmal so ein freier Fall als Hai auf so einem Piratenschiff, das man kentern kann und ausbeuten kann. Hier ist mein aktuelles Spiel in Entwicklung, ein Roguelike, Action-Roguelike, so ein bisschen an Vampire Survivors und Enter the Gungeon angelehnt, aber mit Deckbuilding-Elementen später noch, also wird ziemlich komplex und ziemlich strategisch werden. Aber auch viel Action. Ihr schaltet nach jeder Runde neue Fähigkeiten frei und upgradet euch so gesehen, baut euch so ein bisschen so ein Kartendeck auf aus Fähigkeiten. Welches Game ist euer Favorit? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Haut rein, Freunde!